wenn Sie jemanden aus dem Auto beispielsweise ziehen müssen oder eine gefährliche Situation haben bei einer Bewusstlosigkeit oder bei irgendwelchen gefährlichen Situationen, wo es passiert, gibt es den Rautik-Rettungsgriff, nur in diesen Situationen anwenden. Den nehmen Sie die Person von hinten durch die Achsel durch, mit allen Fingern nach vorne bitte unter den Unterarm greifen oder an den Unterarm greifen und dann kräftig die Person ziehen, hochheben und in einen sicheren Bereich ziehen, absetzen und dann vorsichtig bei der bewusstlosen Person, die sind sehr locker und schwer, dann ablegen und immer auch bitte auf den Kopf aufpassen, dass der nicht nach hinten oder zur Seite wegfällt. Und dann liegt die Person in einem sicheren Bereich und kann weiter versorgt werden. Eignet sich am besten das Verbandkettchen, weil da eben schon eine Kompresse eingearbeitet ist, die man dann bitte nicht berührt und dann auf die Wunde legt. Dann zwei Touren rumwickeln. Und dann kommt das sogenannte Druckpolster dazu. Da ist ganz wichtig, dass es kein saugendes Material ist. Also da eignet sich auch ein Päckchen Taschentücher oder so. Das kommt dann auf die Wunde. Und dann wird mit etwas Druck, aber nicht, wie man es früher gesagt hat, mit aller Gewalt, sondern es soll schon noch eine Durchblutung da sein, über das Druckpolster gewickelt. Und den Knoten der Enden kann man dann direkt aufs Druckpolster setzen. Sollte die Blutung noch nicht stoppen, kann man ein zweites Druckpolster draufwickeln. Wenn das Ganze zu fest ist, kann man das Druckpolster rausziehen und kann nochmal erneut eins draufwickeln. Und jetzt wissen Sie nicht, was die Person hat. Jetzt sprechen Sie die Person einfach mal laut an. Hallo, hallo. Aber meiden erst einmal einen engeren Kontakt. Und dann versuchen Sie einen kleinen Wegreiz zu setzen, aber auch nicht diesen engen Kontakt, sondern auch von weiter weg mal Ihre Schulter berühren. Hallo! Und wenn das die Person dann nicht oder nicht reagiert, dann gehen Sie weiter mit den Vitalfunktionsüberprüfungen. Das heißt, Sie überprüfen, ob die Person eine Atmung hat. Führen den Kopf in den Nacken, also Nackenwerksbeugen. Ja. Und jetzt warten Sie maximal 10 Sekunden und schauen auf den Brustkorb, ob der Brustkorb sich bewegt, ruhig und gleichmäßig. Das heißt, Sie schauen nach einer Atmung, die die Person hat. Das ist der Fall. Und dann legen Sie die Person zügig in die stabile Seitenlage. Das heißt, der Arm, der bei Ihnen ist, den legen Sie einfach mal seitlich, vielleicht ein bisschen so abgewinkelt. Dann nehmen Sie die gegenüberliegende Hand, führen die Hand zum Kopf. Und idealerweise wirklich den Kopf auf den Handrücken auflegen. Und jetzt ziehen Sie die Person am gegenüberliegenden Bein auf sich zu und drehen die Person in die Seitenlage. Ideal ist, wenn der Fuß dann vielleicht noch ein bisschen besser abgewinkelt ist. Und dann vergessen Sie bitte nicht, den Kopf zu überstrecken, dass wirklich die Atemwege frei sind und die Person auch weiter atmet. Soll ich dich ein bisschen abwechseln? Ja, bitte. Durchtauschen? Ja, bitte. Ja.